Mein Name ist Bernhard Frank, ich bin Geschäftsführer der Firma AEC Europe GmbH in Krefeld. Und wir sind ein Unternehmen, das handelt mit elektronischen Bauteilen, die ihren Einsatz in erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Windkraft, Solar, Elektromobilität und Ladesäulen findet. Und im Zuge der allgemeinen Geschäftsentwicklung, gerade im Bereich erneuerbare Energien, sind unsere Geschäfte in der letzten Zeit stark angewachsen. Wir benötigen eine neue Halle, weil aufgrund des gestiegenen Geschäftes die vorhandenen Lagerkapazitäten nicht ausreichen, die Ware halt anderweitig unterbringen müssen. Und wir hatten bisher ein Zelt, mit dem wir das geregelt hatten, aber dieses Zelt hielt halt den klimatischen Bedingungen nicht stand. Und deshalb kam für uns die Entscheidung in Frage, dass wir uns eine neue feste Halle anschaffen wollten. Ja, die größte Herausforderung war für uns, einen Lieferanten zu finden für eine solche Halle, mit dem wir es relativ problemlos abwickeln konnten und wo wir ein passendes Produkt gefunden haben, das aufgebaut werden kann in einer nützlichen Frist und das gegebenenfalls auch später wieder demontiert werden kann, falls der Platzbedarf nicht mehr vorhanden ist. Beschlossen haben wir das circa im Juni letzten Jahres. Ich habe dann eine erneute Internetrecherche gestartet und bei dieser Internetrecherche kam die Firma Kroftmann auf als Anbieter von Lagerhallen, die schnell aufgebaut werden konnten und in Form von Bausätzen. Und wir haben dann gesehen, dass auf der Webseite wir relativ schnell die wichtigsten Informationen bekamen. Wir waren dort in der Lage, relativ schnell auch einen Preis zu ermitteln anhand der Anforderungen. So, dann haben wir uns ein Angebot geben lassen. Ja, und haben noch gewisse technische Abklärungen mit dem Vertrieb von Kroftmann vorgenommen. Und unsere Fragen wurden relativ gut beantwortet, sodass wir hier sehr schnell zu einem Ergebnis kamen. Aber wir kamen hier mit den deutschen Anbietern nicht wirklich weiter, weil der ganze Prozess zu kompliziert war. Und deshalb waren wir eigentlich vorentschieden. Das heißt, wir wollten eine Halle bauen, das war klar, die Entscheidung stand. So, jetzt einen Lieferanten, der diese Halle problemlos in nützlicher Frist liefert und so, dass wir die selber aufbauen konnten. Und da haben wir uns dann für Kroftmann entschieden. Die Lösung kam für uns dadurch, dass wir eine sehr gute Internetseite vorgefunden haben, auf der alle nützlichen Informationen waren. Und das war für uns sehr hilfreich. Es gab eine relativ hohe Variabilität von Hallengrößen, sodass wir uns genau das aussuchen konnten, was wir brauchten für unseren Platz. Ja, zeitlich war es so, dass die Lieferzeiten auch schon, als wir diese Halle kauften, nach oben gingen, aufgrund des hohen Bedarfs an Material. Wir hatten aber noch ein mobiles Zelt hier stehen, das uns in dieser Zeit geholfen hatte, unsere Ware dort reinzustellen, sodass wir auch mit der Lieferzeit von wahrscheinlich circa 4 Monaten sehr gut klargekommen sind. Ja, wir haben uns erstmal ein Angebot machen lassen über die Webseite standardmäßig. Dann haben wir Kontakt mit dem Vertrieb von Kroftmann aufgenommen, wo wir auch sehr gut beraten worden sind, haben dann mit denen die Details besprochen. Das heißt Änderung, wir haben zum Beispiel kein Tor genommen. Wir haben auch die Außentüren weg, weil wir eben kein Tor haben. Und der Vertrieb von Kroftmann hat uns hier dann die entsprechenden Preisanpassungen durchgeführt und das Angebot individualisiert. Und damit kamen wir relativ schnell zu einer Lösung. Also wir haben hier nicht viel Zeit verwandt, sondern das lief für uns eigentlich alles sehr stringent geradeaus. Und klar, wir haben jetzt die erste Erfahrung mit Kroftmann gemacht. Und ich muss sagen, wir konnten natürlich im Vorfeld nicht genau einschätzen, wie wird die Leistung nun wirklich sein. Aber das, was wir gesehen haben im Internet, so wie das Angebot war, auch die Bilder, die wir von der Halle gesehen haben, haben wir gesagt, gut, das ist eine vernünftige Qualität. Da besteht kein großes Risiko, das zu kaufen. Und ich würde jetzt sagen, nachdem wir die erste Halle aufgebaut haben, sollte ich nochmal so eine Halle bauen, dann würde ich mich sofort wieder an Kroftmann wenden, weil es war im Prinzip doch recht einfach. Für uns der erste Erfolg war, als dann die Stahlstruktur gestanden hat. So, die war ja zuerst aufzustellen und wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten mit der Dokumentation, wo wir uns gewünscht hätten, dass die vielleicht noch ein bisschen detaillierter gewesen wäre. Auf der anderen Seite, vielleicht hat es auch damit zusammengehangen, dass wir jetzt zum ersten Mal so eine Halle aufbauen. Und da ist es klar, wir haben eine gewisse Expertise, wir haben Menschen oder Mitarbeiter, die im Metallbau ausgebildet sind. Wir haben Ingenieure, sodass wir auch Zeichnungen lesen können. Aber man muss natürlich sehen, wenn man eine solche Halle selber aufbaut, es gibt eine gewisse Lernkurve.
So, und die mussten wir erstmal überwinden. Und da hätten wir uns gewünscht, dass das Material teilweise auch deutlicher gekennzeichnet gewesen wäre. Wir haben dann schlussendlich die Nummern auf den Teilen gefunden, die in der Zeichnung standen, aber die waren relativ blass. Und da hätten wir uns aber dann, als wir das verstanden hatten und als dann die Grundstruktur von dem Stahl gestanden haben, dann wussten wir, jetzt haben wir Erfolg. Wir haben hier eine vernünftige Stahlkonstruktion stehen, die wir jetzt von außen mit Wänden und Dächern beplanken können. Und das war der Moment, wo wir wussten, jetzt realisieren wir das Projekt. Nun, die Veränderung, die wir durch den Bau der Halle haben, ist, dass wir jetzt ein stabiles Gebäude haben, um unsere Ware zwischenzulagern, dass wir den Platz haben, den wir brauchen. Obwohl, wahrscheinlich werden wir irgendwann noch eine neue Halle brauchen. Aber für uns ist es halt sehr erfolgreich, eine geschickte, schöne Halle stehen zu haben, die sich hier eingepasst hat, die unseren Platzbedarf regelt und auf die wir eigentlich stolz sind. Ich wüsste nicht wirklich, was ich anders machen sollte. Das heißt, das, was wir gemacht haben, hat funktioniert. Wir haben die Halle, glaube ich, in 5 Tagen aufgebaut mit 4 Mitarbeitern. So, das muss man schon rechnen. Und wir haben uns ganz klar gesagt, wenn wir diese Halle nochmal aufzubauen hätten, ein zweites Mal, würden wir das sicherlich viel schneller erledigen, weil wir jetzt Erfahrung haben. Aber wirklich anders machen würde ich das nicht. Ich bin mit meiner Entscheidung zufrieden. Den Menschen, die noch Zweifel haben, eine solche Halle zu bauen, den würde ich raten, hier nach Krefeld zu kommen, sich die Halle bei uns anzuschauen und mit mir zu sprechen. Und ich würde dann meinen Erfahrungsbericht auch persönlich weitergeben. In 2, 3 Sätzen beschrieben, die Kauferfahrung war gut, die Herstellung der Halle war einfach. Am Ende, ich bin total zufrieden.